Umstürzende Kräne, schwere Verletzungen, das waren am 13. März die Themen im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Unternehmer und Experten sprachen vor zahlreichem Publikum über die Möglichkeiten, Mitarbeiter zu schützen. Doch warum braucht man dafür einen eigenen Arbeitsschutztag? Damit man sich aktuelle Informationen einholen kann zum Arbeitsschutz, weil der Arbeitsschutz dient ja zwei Zielen. Einmal Vermeidung von Arbeitsunfällen, also einen sicheren Arbeitsplatz zu gewähren. Und auf der anderen Seite, arbeiten soll ja auch nicht krank machen, also dient auch in erster Linie dem Gesundheitsschutz. Denn auch die Arbeitswelt entwickelt sich weiter. Und das bringt neue Risiken und Gefahren mit sich. Es ist also die Aufgabe eines jeden Arbeitgebers, auf dem neuesten Stand zu sein, damit er oder sie weiter für die Sicherheit der Fachkräfte sorgen kann. Dazu reicht es nicht immer aus, einfach nur Empfehlungen aus dem Internet zu übernehmen. Deshalb veranstaltet die IHK erstmalig einen eigenen Tag, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Diese Formate dienen dazu, einen Austausch mit den Beteiligten herzustellen. Durch die Diskussion am Ende der Veranstaltung findet ein Austausch statt mit Expertinnen und Experten, um eben dieses Thema zu diskutieren. Auch die Publikumsbeteiligung ist sehr interessant, sodass jeder hier mit gelösten Fragen wieder rausgehen kann. Und man kann natürlich sich austauschen mit Arbeitgebern, wie die tatsächlich den Arbeitsschutz ja auch umsetzen in ihren Betrieben. Erfahrungsaustausch ist also die Lösung. Doch wie sieht es aus beim Thema Digitalisierung? Homeoffice und mobiles Arbeiten sind noch relativ neue Tätigkeitsformen. Gibt es in diesem Bereich bereits Erkenntnisse? Und welche Fragen gilt es noch zu klären? Die psychischen Belastungen nehmen zu. Wir haben sehr viele Krankheitsmeldungen. Und wir erleben auch bei Menschen, die sehr viel Homeoffice machen oder sehr viel am Computer sind, dass sie vereinsamen und dass sie eine andere Ansprache brauchen der Kommunikation, um auch an ihrem Arbeitsplatz, der dann möglicherweise zu Hause ist und der, sag ich mal, auch einzeln ist, nicht krank zu werden. Und nicht nur die Psyche leidet. Die fehlende Bewegung macht dem Körper auch physisch zu schaffen. Die Gewichtszunahme ist natürlich gerade als die Pandemiezeit war mit Homeoffice-Start stark zugenommen. Das nächste ist dazu, der ganze Skelettaufbau wurde beeinträchtigt, weil wir uns wenig bewegt haben. Es ist dann die Frage, wie ist es im Homeoffice mit Arbeitsschutz, wenn ein Arbeitsunfall passiert? Ist es noch Arbeitsunfall oder ist es dann schon nur ein privater Unfall? Also diese ganzen Geschichten, die beeinflussen uns dann schon. Es ist also wichtig, das Sicherheitskonzept regelmäßig zu updaten. Der Austausch von Erfahrungen und das Heranziehen von Expertenwissen sind eine gute Grundlage, um den eigenen Mitarbeitern die größtmögliche Sicherheit zu bieten.